Ihr fragt, wir antworten. Die meisten Betroffenen sind Männer, die Sex mit Männern haben. Auch das gilt auch vor allen Dingen in Berlin zum Beispiel, wo wir die meisten Fälle in Deutschland nach wie vor haben, sind das vor allen Dingen diese Gruppe, die betroffen ist. Aber, und das ist wichtig, dem Virus ist egal, wer welche sexuelle Orientierung hat. Prinzipiell, der direkte Kontakt kann übertragbar das Virus übertragen. Es gilt auch für Kinder, es gilt auch für Erwachsene, Heterosexuelle, es gilt für jeden. Das Problem ein bisschen ist dabei, dass Männer, die Sex mit Männern haben, oft viele Partner haben und deswegen die Wahrscheinlichkeit eines Kontaktes etwas größer wird. Aber inzwischen gibt es auch mehrere Fälle von Nicht-MSM, Abkürzung für Männer, die Sex mit Männern haben, die infiziert wurden. Kinder gibt es, Jugendliche. Es gibt inzwischen auch Frauen, die infiziert sind. Nach wie vor wenige, aber es ist trotzdem ein Virus, dem die sexuelle Orientierung völlig egal ist. Also jeder, der Kontakt hatte, der vielleicht risikohaft behaftet ist, sollte auf sich achten. Das heißt, die Haut absuchen und gucken, ist da ein kleines Bläschen. Die beginnen tatsächlich oft wie ein kleiner Pickel, der dann verschorft nach einer Weile und dann in dem Augenblick auch abfällt. Das heißt, wenn die 2 bis 3 Wochen die Stelle da ist und die abfällt, dann ist alles vorbei. Es kann aber passieren, das ist das große Problem, dass sich dieses Virus auch auf irgendeiner Schleimhaut festsetzt, im Mund, im Analbereich. Und dann wird es zum Problem, weil in dem Augenblick kann es passieren, dass sich mehrere kleine Pocken nebeneinander entwickeln, die extrem schmerzhaft sind und deswegen dazu führen können, dass Menschen auch ins Krankenhaus müssen, weil diese Beschwerden können nur mit starken Schmerzmitteln in den Griff bekommen werden. Allgemein gilt aber, Affenpocken sind sehr, sehr gut behandelbar durch einen ambulanten Arzt, der dann einfach guckt, inwieweit das Fieber im Griff behalten werden muss. Ansonsten passiert nicht viel. Die Schmerzen sind auch aushaltbar, es juckt dann ein bisschen. Also das heißt, in dem Augenblick, wo nur eine Pocke entstanden ist, ist sie ein Problem für andere vor allen Dingen, weil man damit das Virus weiterverbreiten kann. Deshalb wäre auch der Rat, bleibt zu Hause mindestens 3 oder 4 Wochen lang, meidet jeden Kontakt, um das Virus den Weg abzuschneiden zu anderen Menschen. Aber wie gesagt, es ist erstmal für die meisten Menschen ambulant gut behandelbar und kein so ein großes Problem. Also lange nicht tödlich oder sonst irgendwie gefährlich. Auch da kann man ein bisschen beruhigen. Ja, das Wort Pandemie klingt erstmal total fies und es ist einfach erstmal ein reiner Definitionsbegriff, den die WHO benutzt, um zu zeigen, dass eine Krankheit sich über mehrere Kontinente weltweit verbreitet hat. Wie viele Betroffene es sind, muss erstmal noch nicht das ausschlaggebende Moment sein. Also das heißt, es können Zehntausende sein, es können Hunderttausende sein, es können auch Millionen sein. Also die Frage Pandemie wird einfach nur daran festgemacht, wie hat sich das Virus über die Welt verbreitet. Pandemie ist in diesem Falle tatsächlich von der WHO auch für die Monkeypox ausgesprochen worden mit der höchsten Alarmstufe. Aber nochmal, es bedeutet nicht, dass jetzt Hunderttausende von Menschen weltweit betroffen werden. Es sind bisher einige wenige Tausend, die tatsächlich registriert wurden. Und inzwischen ist es auch so, dass die WHO schon Entwarnung geben kann. Sie hat gesagt, oder die WHO hat mitgeteilt, dass bis Ende des Jahres wahrscheinlich diese Ausbreitung des Virus so gestoppt werden kann, dass man die Pandemie wieder als Begriff wegnehmen kann von der Erkrankung, weil tatsächlich offensichtlich die Menschen aufgeklärter sind, vorsichtiger sind und mehr darauf achten, dass sie halt in dem Augenblick, wo sie erkrankt sind, den Kontakt vermeiden und somit wird das Virus in seiner Ausbreitung behindert. Das zweite ist der große Punkt, dass es Impfstoffe gibt, die inzwischen auch weltweit eingesetzt werden. Auch das hilft dabei, die Pandemie sofort wieder zu beenden, nach wenigen Monaten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wie beim Coronavirus jetzt jahrelang darauf achten müssen, ist zumindest kleiner geworden.